Ehe, dass ich zu der Proklamation von den Wahlresultaten kommen kann, möchte ich unseren Ehrengast Peter Altmaier, erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ein Saarländer und deshalb eigentlich auch ein engagierter Europäer, lange Zeit Präsident der Europa-Union Deutschlands. Wir hatten mal die Gelegenheit, vor über 500 Menschen vor einigen Jahren über Mindestlöhne in Europa in Berlin zu debattieren. War sehr spannend und vieles hat sich seitdem getan in Deutschland. Gott sei Dank. Bin sehr froh, Peter Altmaier unter uns zu haben, als engagierten Europäer und als Freund unserer Partei. Und deshalb, Peter, wäre ich froh, wenn du einige Worte an unseren Kongress richten könntest. Sehr geehrter Herr Tagungspräsident, sehr geehrter Kommissionspräsident Jacques Santer, sehr geehrter Staatsminister Juncker, lieber Jean-Claude, meine sehr verehrten Damen und Herren, chers amis, für ein Grußwort ist es ein denkbar schwieriger Zeitpunkt, unmittelbar nach einer großartigen Rede von Jean-Claude Juncker zu reden. Aber das Problem ist, dass er seit 20 Jahren immer nur großartige Reden hält. Das wird auch in Deutschland neidlos anerkannt. Allerdings ist es so, dass viele sagen, ja, die Rede war großartig. Das, was er aber in der Sache gesagt hat, das hat uns doch noch nicht so ganz überzeugt. Und dann gehen 2, 3 oder 4 Jahre ins Land und dann machen wir genau das, was der Jean-Claude Juncker uns schon 4 Jahre vorher gesagt hat und sagen, es war unsere eigene Idee. Wenn wir irgendwann die Geschichte... Wenn wir irgendwann die Geschichte der deutschen Nachkriegspolitik neu schreiben, dann wird in diesem Geschichtsbuch stehen, die bedeutendsten Nachkriegspolitiker waren Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Angela Merkel und Jean-Claude Juncker. Und das ist eine beruhigende Nachricht für uns im Saarland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich überbringe Ihnen einen Sack voller Grüße aus Berlin und Saarbrücken. Ich überbringe die Grüße unseres Fraktionspräsidenten Volker Kauder, der am 18. Juni nach Luxemburg kommen wird. Ich überbringe die Grüße von Angela Merkel, die mir angedroht hat, dass ich nie wieder ein Stück Brot von ihr kriege, wenn ich vergesse, sie heute hier zu erwähnen und zu sagen, dass sie den luxemburgischen Freunden alles Gute wünscht. Und ich überbringe die Grüße von Annegret Kramp-Karrenbauer, unserer saarländischen Ministerpräsidentin, die im Wahlkampf sich befindet für die Landtagswahlen am 25. März. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gekommen als Europäer, als Deutscher, vor allen Dingen aber auch als Nachbar und als Saarländer. Und es ist mir ein Anliegen zu sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass wir, die Nachbarn in Europa, die Großmacht Luxemburg und die Mittelmacht Saarland, zusammenhalten müssen gegen die Möchtegern-Supermächte in Deutschland, Frankreich, England, Italien und Spanien, die glauben, sie hätten in Europa mehr zu sagen, nur weil sie ein paar hundert Einwohner mehr haben. Das dürfen wir uns gemeinsam nicht bieten lassen. Und ich meine das sehr ernst. Die Menschheitsgeschichte der letzten 2000 Jahre war eine Geschichte der Emanzipation. Und spätestens seit der Französischen Revolution mit ihren Prinzipien Egalité und Liberté wissen wir, dass die Menschen frei und gleich sind. Und dass die Menschen nicht mehr zu sagen haben, weil sie einem besonderen Stand angehören, weil sie besonders reich sind, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder eine bestimmte Religion. Wir haben diese Emanzipation erkämpft und es ist ein zivilisatorischer Fortschritt der Menschheit.
aber den haben wir nicht dazu erreicht und erkämpft, dass wir am Beginn des 21. Jahrhunderts sagen, dass das, was jemand zu sagen hat, davon abhängig ist, wie groß sein Land oder die Region ist, aus der er kommt. Es soll darum gehen, was die Einzelnen einzubringen haben, ob sie intelligent, ob sie klug sind, ob sie gute Vorstellungen haben, ob sie Humor haben, ob sie Charme haben. Aber es soll nicht so sein, dass der Einfluss und die Macht danach verteilt wird, wie viele Köpfe eine Stadt, eine Region oder ein Land einzubringen haben. Das hat uns mehrfach ins Elend geführt. Und deshalb glaube ich, dass ein Punkt, den Jean-Claude Juncker angesprochen hat, in seiner Rede ganz entscheidend ist, nämlich die europäische Öffentlichkeit. Wir haben eine Bundeskanzlerin in Deutschland, auf die wir stolz sind, weil sie im Kreis der Staats- und Regierungschefs vielleicht nicht immer gewinnt, aber alle glauben, dass sie immer gewinnt. Aber es ist für mich schon ein Problem, wenn ich sehe, dass wir 60 Jahre nach der Beginn der europäischen Integration immer noch alle wichtigen Entscheidungen im Kreis der Staats- und Regierungschefs treffen. Und dass sie in den Staatskanzleien, in den Hauptstädten vorbereitet werden. Ich glaube, dass wir eine europäische Debatte brauchen, dass wir über unsere Politik natürlich auch im Büro des Staatsministers in Luxemburg und im Kanzleramt in Berlin reden müssen, dass wir aber über die Parteigrenzen hinweg eine Debatte brauchen, wo es darum geht, ob die eine oder die andere Auffassung richtig ist, nicht weil sie eine nationale Auffassung ist, sondern weil sie uns in der Sache und im Inhalt voranbringt. Und das Zweite, was ich sagen möchte, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte um Verständnis, wenn ich nachher relativ bald wieder weggehen muss in den Wahlkampf im Saarland. Wir haben am 25. März diese Wahlen und ich glaube, dass wir auch unseren luxemburgischen Freunden etwas schuldig sind. Wir haben vielleicht nicht immer so zugehört, was unsere Schwesterpartei gesagt hat, wie es wünschenswert gewesen wäre. Wir haben vielleicht manche Dinge gemacht, die euch nicht immer gefallen haben. Aber dass wir am 25. eine Landtagswahl haben und am Ende eine Regierung bekommen könnten, die von Oskar Lafontaine, Heiko Maas und Hubert Ulrich dominiert wird, das hat nicht nur das Saarland, das haben auch unsere luxemburgischen Freunde nicht verdient. Und deshalb werden wir mit all unserer Kraft dafür kämpfen, dass es keine Regierung gibt ohne Annegret Kramp-Karrenbauer als Ministerpräsidentin und der CDU als stärkste Kraft im Saarland. Und wir haben... Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sage ich nicht nur als Saarländer, sondern als jemand, der Zeit seines Lebens sich in bescheidenem Maße für europäische Integration eingesetzt hat. Ich möchte mich an der Stelle auch im Namen meiner europäischen Gesinnungsgenossen Wolfgang Schäuble, Peter Hinze, aber auch Angela Merkel und viele anderen bedanken für den Beitrag, den Sie aus Luxemburg seit vielen Jahrzehnten für die europäische Integration leisten. Ob es der Kommissionspräsident Jacques Santer war, ob es die Kommissarin Viviane Reding ist, von der viele sagen, sie ist der einzige Mann in dieser Kommission, ob es die Minister sind, mit denen ich das Vergnügen und die Ehre hatte, Luc Frieden und Jean-Marie Halsdorf im Rat der Justiz und Innenminister als Staatssekretär zusammenzuarbeiten. Ich habe mir angewöhnt, wenn immer ich irgendwo in Europa eine Rede halte, dann gucke ich auf die Reaktion meiner luxemburgischen Freunde. Und wenn ich gesehen habe, dass der Luc Frieden oder der Jean-Marie traurig oder zweifelnd geguckt haben, dann wusste ich, ich bin auf dem Holzweg. Und dann habe ich gemacht, dass ich in die andere Richtung weiter argumentiert habe. Und wir Saarländer sind ja sozusagen der kleine Bruder von Luxemburg. Ihr habt einen europäischen Kommissar, ihr habt einen Richter am Europäischen Gerichtshof, ihr habt einen Sitz im Rat der Staats- und Regierungschefs, ihr habt den Vorsitzenden der Eurogruppe und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hoffen immer auch darauf, dass ihr uns als den kleinen Bruder an die Hand nehmt und unsere Interessen ein bisschen mit berücksichtigt bei all den Entscheidungen, die ihr in Europa durchsetzt. Ich finde, es war in dieser schwierigen Zeit,
die wir hatten. Jean-Claude Juncker hat gesagt, vielleicht die schwierigste Zeit für Europa seit langem. Nicht nur, weil die wirtschaftlichen Gefahren so groß waren, sondern weil es für die Menschen so schwer war, Orientierung zu gewinnen und zu wissen, was richtig oder falsch ist. Ist es auch wichtig, dass wir Orientierung, Glaubwürdigkeit, Vertrauen schaffen durch personelle Kontinuität. Und du, lieber Jean-Claude Juncker, und ich glaube, ich spreche dann nicht nur für Deutschland und nicht nur für das Saarland und für Luxemburg, du warst in diesen Zeiten der Krise ein unglaublicher Anker der Stabilität. Du warst oftmals das Gesicht der Eurozone nach außen bis nach Finnland, bis nach Spanien und Portugal und nach Griechenland. Und vor allen Dingen, du hast es geschafft, bei allen notwendigen und manchmal schwierigen Maßnahmen auch ein menschliches Antlitz dieser europäischen Politik sicherzustellen. Dafür herzlichen Dank. Und wir alle wünschen uns, dass du auch in Zukunft eine herausragende Rolle spielst für uns in Europa und auch für die Nachbarn in Deutschland. Und finalement, mesdames et messieurs, permettez-moi quelques mots en français. Je sais malheureusement très bien, mon français, c'est beaucoup moins une langue étrangère qu'une infraction à la Convention européenne des droits de l'homme. Je ferai quand même un effort de me débrouiller parce que je constate dans ma relation personnelle avec le Grand-Duché de Luxembourg, il y a un déséquilibre, une injustice éclatante. À chaque fois, quand je suis invité à présenter mes idées ici au Luxembourg, je le fais dans ma langue maternelle. À chaque fois que mes collègues luxembourgeois sont invités à faire le même en Allemagne, ils doivent se servir d'une langue étrangère. Et c'est quelque chose qui n'est pas juste. Et j'ai toujours regretté la dominance linguistique de nos amis luxembourgeois. Je me souviens que j'étais en panne avec ma voiture à l'aéroport de Luxembourg et j'ai appelé donc le club d'automobile luxembourgeois, je ne connais pas le nom, c'était un mécanicien qui est arrivé et je lui ai dit, monsieur, écoutez, je suis allemand, mais je pourrais essayer de me débrouiller en français ou en anglais. Et il m'a répondu tout détendu, ach, das können Sie eigentlich machen, wie Sie wollen. Et ça explique beaucoup plus que chaque autre détail ou thèse doctorale le succès de l'éducation et de la politique de formation au Luxembourg. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que possible que les Luxembourgeois maîtrisent non seulement leur langue maternelle, mais également le français, l'allemand et l'anglais, le portugais et plusieurs d'autres langues. Et les Allemands qui sont nés à l'autre côté de la frontière, ils parlent à peine l'allemand. Et nous avons constaté ça déjà il y a 20 ans. Nous avons entamé des initiatives énormes, nous avons gaspillé de l'argent, mais on n'a presque rien achevé. Et je voudrais très, très volontiers vous inviter de nous expliquer un peu le secret de votre politique en matière de langue. C'est quelque chose qui est absolument essentiel pour nous tous. Mesdames et messieurs, mes chers amis, je vous souhaite du fond de mon cœur un bon fin du congrès. Je félicite tous qui ont été élus comme président, comme membre du comité directeur. Je vous souhaite le meilleur succès pour le Luxembourg, pour la Saar et pour l'Europe. Merci beaucoup.